Was kommt jetzt auf dich zu? Die sieben der Kelche. Die zeigen mir, dass sich in deinem Leben Potenziale zeigen werden. Du wirst sehen, was möglich ist, entweder in einer ganz bestimmten Angelegenheit oder allgemein auf dein Leben bezogen. Du hast es früher nicht gesehen, du hast es früher nicht gemerkt, aber jetzt ist es soweit. Das kann natürlich auch sich um eine Liebesangelegenheit handeln. Da wirst du sehen, dass da mehr drin ist. Ich habe das hier aber auch so für einige, dass du dich verlieben könntest. Oder die Karte zeigt dir, dass jemand in dich verliebt ist.